Zeit, spielen ohne Streit. Ich mag Cola mit Pommes Frites, Chicken Stevens und seine Hits. Ich mag Fernsehen, wann ich will, und keiner sagt mir, sitz mal still. Ich mag Frühstück ohne Hass, so viel essen, wie es mir passt. Mag Fünfen ohne Krach und eine Zwei am Tag danach. All das mag ich. Und ganz doll Plan heißt es sogar, Rolf Zuckowski schnappt sich das Mikro und macht, was er will. Also, liebe Gäste, viel Spaß jetzt mit Rolf Zuckowski und unseren Chören hier auf der Bühne. Dann habe ich ja den richtigen Moment erwischt. Und ich fasse meine Gitarre doch nochmal an. Ne? Jeder macht das, was er kann. Und ich finde Michael genial. Und ihr seid auch genial, weil ihr meine Lieder so wunderbar singt. Die Chöre, das Publikum, ich fühle mich so wohl hier bei euch. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Chorleiter und seinem neuesten Meisterwerk, das heute mindestens ein Kind Geburtstag hat. Die Gelegenheit lassen wir uns noch nicht entgehen, ihm zu gratulieren, oder? Vielleicht sind es ja auch mehrere und vielleicht habt ihr das Lied ja schon öfter gesungen. Dann alle zusammen. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Das klingt wirklich so, als wenn ihr das schon oft gesungen hättet. Aber hat man euch diese Strophe schon mal vorgesungen? Wieder ein Jahr älter, nimm es nicht so schwer. Denn am Älterwerden änderst du nichts mehr. Der Tag wird kommen, wo ihr die Strophe hört. Zähle deine Jahre und denk stets daran. Sie sind wie ein Schatz, den dir keiner nehmen kann. Sie sind wie ein Schatz, den dir keiner nehmen kann. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir
gratulieren dem Geburtstagskind. Vielleicht gibt's ja auch Mamas, die heute Abend diese Strophe hören. Wie schön, dass du mich geboren hast, sonst hätte ich diesen Tag verpasst. Den Papas gehen, die heute Abend diese Strophe hören. Wie schön, dass du geholfen hast, das war doch sicher keine Last. Und ja, als ich von Hamburg hierher gefahren bin, war der erste Gedanke, was ziehst du an? Und da habe ich mich an die Landesgartenschau erinnert, habe gedacht, das war doch der Tag, an dem hier alles blühte. Auf der Bühne sieht es schon fast wieder genauso aus. Und ich hoffe, ich habe das richtige Hemd gewählt, um euch noch einmal zu gratulieren für diese wunderbare Gartenschau, die für mich unvergesslich ist. Vor allem dadurch, dass Alexander mit mir, und es war seine Idee, ganz spontan zu dieser Jubiläumstournee gekommen ist. Und heute bei euch hat sie ganz bestimmt einen richtigen Höhepunkt. Noch einmal herzlichen Dank der Stadt, allen, die geholfen haben, dieses Konzert auf die Beine zu bringen, für unsere Stiftung Kinder brauchen Musik und zu unserer aller Freude. Dankeschön. Wenn ich mich hier so umschaue, dann sollte, glaube ich, dieses Lied heute auch nicht fehlen. Für die Mütter, die Väter, die auch mal mit meinen Liedern Kind waren, oder? Gibt's doch welche, oder? Du warst in meinem Konzert ein Kind in der Menge. Ein Foto, ein Autogramm, ein Blick im Gedränge. Meine Lieder erfüllten dein Herz, sie waren dein Leben. Und du hast mir von deinem Glück ein Stück abgegeben. Wenn wir uns wiedersehen, glaubst du, die Zeit blieb stehen? Und doch ist so viel geschehen in all den Jahren. Wenn wir uns wiedersehen, glaubst du, die Zeit blieb stehen? Und doch ist so viel geschehen in all den Jahren. Schön, euch wiederzusehen. Schön, dass wir uns noch immer verstehen. Schön, euch wiederzusehen. Kaum zu glauben, wie schnell die Jahre vergehen. Ihr habt selber ein Kind, oder zwei, oder drei. Es gibt neue Träume, die euch wichtig sind. Was in euren Herzen vorgeht, kann ich gut verstehen. Es ist schön, euch wiederzusehen. Diese Tournee ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Im Mittelpunkt stehen meine Lieder. Ich sitze gern auch mal im Publikum und höre mir zu, höre euch zu, wie meine Lieder klingen. Höre manchmal auch mir selber zu, das darf man. Selbstgespräche sind ja immer der Anfang einer Komposition, da hat man ja noch kein Publikum. Aber so viele neue Versionen meiner Lieder zu hören, dank zum Beispiel einer solchen super Band und tollen Arrangements. Danke euch, wunderbar. Und ich habe heute das Lied und ganz doll mich mit ganz neuen Ohren gehört. Ich habe auf dieser Tournee so oft im Stau gestanden. Ne? Und ich habe dabei nie gedacht, ich mag Autos, wenn sie stehen. Vielleicht sollte ich das in Zukunft mal so sehen. Auf jeden Fall hört man seine Lieder tatsächlich aus der vierten oder fünften Reihe etwas anders, als wenn man sie selber singt. Aber das erwachsene Reden von Kuchenbacken mit Geschmier oder so, das war ein tolles Quartett hier auf der Bühne. Ich klatsche noch einmal für die Herren, auch wenn sie gerade nicht da sind.
Sie haben den Mut, Kind zu sein. Wunderbar. Jetzt möchte ich eine kleine musikalische Rampe bauen, denn wir werden heute noch eine Uraufführung, sogar eine Welturaufführung hören. Und die hat eine Vorgeschichte. Ich habe mich vor vielen Jahren schon sehr, sehr intensiv mit Kindern und Europa beschäftigt. Bin in vielen Ländern gewesen und habe versucht, mit Kindern ihre Zukunft in Europa zu spüren und zu besingen. Und dabei ist vor 20 Jahren ungefähr dieses Lied entstanden. Europa, Kinderland, wir geben uns die Hand. Wozu sind Grenzen da? Für Jill und Jack, für Jan und Julia. Kleine Europäer, rücken immer näher aufeinander zu, wie ich und du. Gehen auf ihren Wegen, sich ein Stück entgegen. Grüezi, come va, how do you do, how do you do? Fährst du nach Kastilien? Kastilien, wart ihr da schon mal? Ich auch nicht. Oder nach Sizilien, wart ihr da schon mal? Sagt mal, wo kommt ihr denn gerade her, so ungefähr? Seid ihr über die Grenze gekommen? Aus Hessen? Ich auch! Europa! Es funktioniert! Europa, Kinderland, wir geben uns die Hand. Wozu sind Grenzen da? Für Jill und Jack, für Jan und Julia. Europa, Kinderland, wir geben uns die Hand. Doch Kinder werden groß und ihre Träume werden grenzenlos. Kleine Europäer, rücken immer näher aufeinander zu, wie ich und du. Jahrzehnt später, Deutschland war tatsächlich wiedervereinigt. Ein Traum, den mancher noch nicht mal zu träumen wagte, wurde Wirklichkeit. Und ich habe eine Hymne für die Kinder in Deutschland geschrieben. Und das war diese hier. Deutschland, deine Kinder stellen Fragen, auf die es keine schnelle Antwort gibt. Wirst du ihre Ungeduld mit Fassung tragen oder werden sie nur angepasst geliebt? Wirst du frei und offen bleiben, ihren Herzen Wege zeigen, wie man ohne Angst aus Fremden Freunde macht? Oder sind sie für dich doch nur eine Last? Deutschland, deine Kinder sind das Beste, was du hast. Deutschland, wir sind deine Kinder, aber wir gehören dir nicht. Wir gehören dem Traum von morgen. Hilf uns, dass er nicht zerbricht. Lass uns aus Vergangenem lernen, gib der Zukunft deine Hand, friedlich über alle Grenzen, Mutter, Vater, Kinderland. Ich denke, alle, die den Wandel der Zeit miterlebt haben, werden auch merken, dass einige Zeilen in den Liedern heute einen anderen Klang bekommen. Kleine Europäer rücken immer näher aufeinander zu. Wozu sind Grenzen da? Das alles hat plötzlich einen neuen Zusammenhang. Und ich glaube, wir müssen für unsere Kinder immer neu erkennen, Europa ist ihre Zukunft. Nur Europa kann es sein. Und darum freue ich mich, dass wir jetzt die Uraufführung meiner dritten Hymne, die eigentlich aus beiden zusammengewachsen ist, hören dürfen, nämlich Deutschland in Europa. Bisher gab es nur eine Fassung, die ich allein gesungen habe. Jetzt gibt es ein vier- oder fünfstimmiges Arrangement. Vier? Vier bis fünf. Gut.
von Alexander und ich darf tatsächlich zuhören, wie dieses Werk, das jetzt darf man es ein Werk nennen, vorher war es nur ein Lied, tatsächlich hier zum ersten Mal erklingt. Und ich hoffe sehr, dass ihr spürt, wie sehr mir Europa am Herzen liegt, wie sehr mir Deutschland am Herzen liegt, vor allem aber, wie sehr mir die Zukunft unserer Kinder am Herzen liegt. Die Uraufführung. Danke. Und alle Aktiven, alle Kinder, die heute singen, alle Erwachsenen, ihr bekommt alle ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift Ein Herz für Europa. Und für dich, Rolf, haben wir zwei tolle Sachen noch zusätzlich, nämlich eine Fahne mit allen europäischen Flaggen drauf. Und natürlich auch nochmal eine Europafahne. Moment für mich als Komponist. Ich hoffe für viele andere im Saal auch. So etwas hat man wirklich sehr selten, dass ein kleines Lied plötzlich diese Größe bekommt. Dankeschön. Du hast eben gesagt, es kommt ein Klassiker von mir, aber ich muss sagen, ich habe in meinem Leben auch wirklich gesündigt. Ich habe viele Ohrwürmer in die Welt gesetzt. Sehr schwer, die wieder rauszukriegen. Und ich habe ein Lied komponiert, das kein Ende hat. Daran ist schon mancher verzweifelt, denn das Lied fängt immer wieder von vorne an. Und es kommt aus meiner Kindheit. Es gab damals ein ganz schreckliches Lied, das ich aber immer wieder gesungen habe, weil es auch kein Ende hatte. Kennt ihr das noch, ihr etwas älteren Kinder? Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und jetzt, na? Genau. Dann kamen viele Hunde und gruben ihm ein Grab und setzten ihm einen Grabstein, worauf geschrieben stand: Ein Hund lief in die. Ich fand das so genial, das Lied. Wahnsinn! Und es gibt noch eine Geschichte, die meine Enkelkinder sehr gerne hören, die heißt so: Es war einmal ein Mann, der hatte 7 Kinder. Und die 7 Kinder, die 7 Söhne sagten: Ach Vater, erzähl uns doch mal eine Geschichte. Da fing der Vater an. Es war einmal ein Mann, der hatte 7 Söhne. Und die 7 Söhne sagten: Ach Vater, erzähl uns doch mal eine Geschichte. Da fing der Vater an. Es war einmal ein Mann, der hatte 7 Söhne. Also ich bin nicht der Erste, der ein Lied oder eine Geschichte ohne Ende geschrieben hat. Aber bei der Jahresuhr habe ich es wirklich ziemlich arg getrieben. Und ich entschuldige mich bei allen Eltern, die unter diesem Lied schon verzweifelt sind. Ich kann euch nur einen Ratschlag geben. Es sollte das letzte Lied des Tages sein, an der Bettkante angefangen, und garantiert schlafen die Kinder nach 3 bis 4 Wiederholungen ein. Und so war das Lied eigentlich gemeint. Jetzt wisst ihr's. Die Jahresuhr. Gedacht,
es wäre doch schön, wenn alle im Saal mal winken würden in dem Monat, wo sie Geburtstag haben. Ach ja, schön. So eine... Aber nur einmal winken, ja? Also, wobei der Monat kommt ja immer zweimal. Nicht immer, nicht aber Januar, jeder, aber ja, fast jeder. Ja, genau. Die kurzen Monate kommen zweimal. Macht ihr auch mit? Ja, Band. Darf man mit beiden Händen winken? Das können wir dann beim dritten Mal machen. Okay. Steigen. Also mit einer Hand winken, ne? Januar, Februar, März, April, Jahresrund steht niemals still. Sag ich. Januar, Februar, März, April, Jahresrund steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August, wecken uns alle die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August, wecken uns alle die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Ich weiß eine Steigerung. Winken und dabei mitsingen. Das ist Multitasking. Aber trotzdem mit zwei Händen? Ja. Ja? Also schlimmer wäre es, wenn ihr kurzfristig aufstehen müsst. Das lassen wir jetzt mal sagen. Okay. Aber singen und winken. Aber hier, habt ihr aufgepasst, hat jeder mitgemacht? Yeah. Also jetzt nochmal, aber es muss wirklich jeder mitmachen. Ne? Auch der Bernhard am Mischpult, der auch. Doch, doch, doch. Und der Andreas, der hat sich auch nicht gemeldet. Ja, ja. So, Band. 2, 3 und... Januar, Februar, März, April. Jahresrund steht niemals still. Januar, Februar, März, April. Jahresrund steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August. Wecken uns alle die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August. Wecken uns alle die Lebenslust. September. Schneller spielen, damit wir das Publikum überholen können beim Singen. Könnt ihr das? Ich gebe euch mal ein neues Tempo vor, ja? Erschreckt euch nicht. Wir spielen schneller, als das Publikum singen kann. Und dann sind wir mit dem Lied auch mal durch, ja? 1, 2, 3, 4. Januar, Februar, März, April. Ja, es steht niemals still. Schneller. Januar, Februar, März, April. Ja, es steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August. Weg in uns alle die Lebenslust. Yeah.
dass ich nun 70 bin. Und ich wurde oft gefragt, wie gehen Sie denn so um mit dieser Zahl? Und dann habe ich immer gesagt, eigentlich ist es eine schöne Zahl. Aber es kommt jetzt die Zeit, wo man auch Abschied nehmen muss. Und es gibt Freunde, die man nicht mehr bei sich hat. Zum Beispiel ein Musiker, du hast vielleicht oft den Namen John O'Brien Docker gelesen, der meine Arrangements geschrieben hat. Wie schön, dass du geboren bist, die Weihnachtsbäckerei. Das sind Menschen, die man dann irgendwann nicht mehr an seiner Seite hat. Und das ist das Jahrzehnt. Wenn man 70 wird und so gut drauf ist wie ich, darf man sich freuen, dabei zu sein. Aber man weiß auch, es kommt ein Jahrzehnt, in dem es ab und zu heißt, Abschied nehmen. Und darum ist so ein stimmungsvolles, aber auch positives Lied, sehr positives Lied von euch, finde ich, wunderbar ausgesucht. Herzlichen Dank. Genauso schwer, als wenn man mich fragen würde, welches deiner Kinder ist denn dein Lieblingskind?
Oder welches deiner Enkelkinder ist dein Lieblingsenkel? Meine Lieder sind ja irgendwie auch meine Kinder. Und sie haben alle irgendwo eine Seite, die mir viel bedeutet. Einige sind eben besonders lustig. Heute Nakidai so zu hören, war ja irgendwie auch der Hammer. Andere gehen einem sehr zu Herzen. Es gibt Lieder, die den Menschen viel Mut machen, wie ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt, ich komm bestimmt auch wieder auf die Beine. Ist auch schön, so ein Lied, mit dem man sich wieder aufrichten kann. Aber vieles schafft man eben nicht allein. Und man kann froh sein, wenn dieses Lied auch ins Leben hineinpasst. Und es ist absolut eines meiner Lieblingslieder. Wir sind gemeinsam unterwegs auf einer Reise durch die Zeit. Wir steuern unser kleines Schiff im großen Meer der Ewigkeit. Solange wir noch Matrosen sind, drehen wir die Segel in den Wind. Und scheint die Zeit auch still zu stehen, bald sind wir selber Kapitän. Könnt ihr das mitsingen? Fühlt sich gut an gemeinsam. Wir sind gemeinsam unterwegs auf einer Reise durch die Zeit. Wir steuern unser kleines Schiff im großen Meer der Ewigkeit, den bunten Träumen hinterher. Und ist die See auch noch so schwer? Wir hoffen, dass der Sturm sich legt, damit das Schiff nicht untergeht. Wir sind gemeinsam unterwegs auf einer Reise durch die Zeit. Wir steuern unser kleines Schiff im großen Meer der Ewigkeit. Am Ziel der Reise irgendwann kommt unser Schiff im Hafen an. Wir laufen ein mit letztem Schwung, beladen mit Erinnerung. Wir sind gemeinsam unterwegs auf einer Reise durch die Zeit. Wir steuern unser kleines Schiff im großen Meer der Ewigkeit. Schönste Zeit. Kommt, wir wollen Laterne laufen, alle sind bereit. Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne bis in weite Ferne übers ganze Land. Jeder soll uns hören, sich gern beschweren, diese frechen Gören, das ist allerhand. Das könnte ich mir stundenlang angucken. Das sieht so schön aus. Alexander, wollen wir mal einen ganz großen Chor aus diesem wunderbaren Publikum machen? Kommst du einmal zu mir? Wenn du in deinem Leben nur ein einziges Lied hören könntest, du müsstest dich entscheiden für dieses eine Lied. Welches wäre es? Ich wollte nie erwachsen. Ihr seht, Sie sehen, es ist nicht abgesprochen. Er hat damals in dem Interview gesagt, Nisaya, gesungen von meiner Tochter Anushka. Die kann es nun heute leider nicht singen, jedenfalls nicht hier bei euch. Aber ich höre sie im Gedanken und ich freue mich, das Lied mit euch zu singen. Und vielleicht auch mal mit meiner Stimme. Sehr schön. Und besonders freue ich mich, dass wir dieses Lied heute Abend hier in einem fantastischen Arrangement von Steffen Fleckenstein singen können. Freuen sich nun auf das allerletzte Stück des heutigen Abends, Nisaya, gesungen von Rolf, von allen Chören des heutigen Abends und der fantastischen Band. Vielen Dank und Ihnen einen
schönen Abend, eine schöne, besinnliche Adventszeit. Zu spät.
Es ist ein unglaublich schöner Nachmittag bei euch. Richard Hanske. Leben ist mehr als warten auf morgen. Leben ist jetzt, Leben ist dies. Leben ist mehr als hetzen und jagen. Leben ist mehr als nur Theorie. Leben ist mehr als Zweifel und Fragen. Leben ist hier, jetzt oder nie. Leben ist träumen, lachen und weinen. Leben ist Zärtlichkeit und Gefühl. Leben ist Lust und Leben ist Liebe. Zeit für Musik und Zeit für ein Spiel. Leben ist mehr als Racken und Schuften. Leben ist mehr als Kohle und Kies. Leben ist mehr als Warten auf morgen. Leben ist jetzt, Leben ist dies. Leben ist miteinander zu reden. Leben ist aufeinander zu bauen. Leben ist füreinander zu kämpfen. Leben ist Hoffnung, Mut und Vertrauen. Leben ist mehr als Rackern und Schuften. Leben ist mehr als Kohle und Kies. Leben ist mehr als Warten auf morgen. Leben ist jetzt. Leben ist dies. Jawohl! Dankeschön. Für eure Kinder, wunderbare Menschen, kleine und große.